Ich bin der Meinung, dass unsere Lebenszeit viel zu wertvoll ist, um sie damit zu verschwenden, unseren Körper nicht zu akzeptieren, schlecht mit uns umzugehen und wenig Selbstakzeptanz zu empfinden. Und genau deshalb möchte ich dieses Video für euch, mit euch machen und euch so ein bisschen meine Story erzählen, ein bisschen meinen Werdegang, wie ich es geschafft habe, meinen Körper mehr zu akzeptieren in jeder Form und vor allem auch euch ein paar Tipps mit an die Hand geben, was zu mehr Selbstakzeptanz führt, weniger kritisch mit sich selbst zu sein, sich in seinem Körper wohler zu fühlen, denn das Wohlbefinden kommt ganz, ganz sicher auch von innen. Also man kann noch so gut aussehen, das Wohlbefinden startet wirklich im Kopf, im Mindset und einfach in uns drinne. Und deswegen möchte ich euch so ein bisschen, ja, Tipps mit an die Hand geben, die euch helfen können, euch in eurem Körper wohler zu fühlen, weniger kritisch mit eurem Körper zu sein, euch selbst mehr zu akzeptieren und natürlich auch um mehr Selbstliebe zu empfinden. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema und ich bekomme es einfach immer noch leider sehr, sehr oft in meinem Umfeld, auch auf Social Media und auch bei meinen Kundinnen mit, dass sie ja, sehr, sehr kritisch mit ihrem Körper sind und sich selbst wenig akzeptieren. Und deswegen möchte ich heute über dieses sensible Thema mit euch sprechen. Wer mir schon länger folgt, weiß auch, dass ich selbst abgenommen habe. Damals waren es ungefähr 8 Kilogramm, weil ich dachte, ich muss unbedingt dünn sein und dann fühle ich mich erst richtig wohl. Natürlich war das Ergebnis ein bisschen anders als erwartet. Ich war zwar dünn und hatte das Gefühl, von außen so meine Wohlfühlform und mein Wohlfühlgewicht, vor allem unter 60 Kilo, erreicht zu haben, aber ich habe mich nicht viel wohler gefühlt, weil ganz klar das Wohlbefinden von innen kommt und da kann man noch so dünn sein oder noch so gut in Shape, noch so geschreddet, dass man Bauchmuskeln sieht. Am Ende entscheidet unser Kopf über unser Wohlbefinden. Und du kannst dir sicher sein, dass die schönsten Menschen auf der Welt, die du so siehst, trotzdem mit sich selbst strugglen und auch Dinge an sich nicht mögen, was auch völlig okay und auch völlig normal ist. Wir müssen uns nicht jeden Tag lieben und ich habe auch Tage, an denen ich mich nicht zu 100% wohlfühle. Gerade vor der Periode ist das immer so eine Phase und natürlich gibt es auch Tage, wo ich selbst sage, okay, heute fühle ich mich jetzt nicht so 100%, aber was ich ablegen konnte, und das ist mit der wichtigste Punkt in diesem Video, mich selbst zu stark zu kritisieren, mich selbst runterzumachen, zu sagen, ich finde meinen Bauch fett, ich finde meine Beine dick, ich fühle mich nicht wohl, so wie ich aussehe. Mein Körper sieht einfach doof aus und ich will damit auch nicht im Bikini rumlaufen oder kurze Tops anziehen oder whatever. Also auf jeden Fall ist der Punkt eben wirklich, dass wir uns von innen wohlfühlen müssen, um auch das Ganze nach außen auszustrahlen. Und da gehört ganz, ganz viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein dazu. Und bewusst heißt eben auch, sich selbstbewusst zu sein, seinen Stärken bewusst zu sein. Und all das habe ich über die letzten Jahre gut lernen können und auch richtig gut gefestigt. Ich glaube, man kann wirklich mit einem eigenen Selbstvertrauen so stark werden, dass man wirklich sagen kann, okay, ich bin mit mir im Reinen und ich weiß, dass ich mich wohlfühle, dass ich meinen Körper akzeptiere, und folgende Punkte haben mir da vor allem geholfen. Punkt Nummer 1 ist natürlich aufhören mit negativem Self-Talk. Also wenn du dich täglich oder mehrmals täglich vor den Spiegel stellst und deine Speckfalten betrachtest und sagst, das und das ist viel zu dick, man will das am liebsten loswerden, oder die Arme sind zu dick oder was auch immer, dass irgendwas an deinem Körper dir nicht gefällt und du es jeden Tag wieder anschaust im Spiegel und dann selbstkritisch dich selbst runtermachst und negativ über deinen Körper und über dich sprichst, dann ist das auf jeden Fall etwas, womit du unbedingt aufhören solltest. Und ich selbst habe auch gemerkt, dass ich so die letzten Jahre gar nicht mehr so oft in den Spiegel schaue. Also ich hab generell in der Wohnung jetzt nicht so einen Spiegel, wo ich mehrmals am Tag davor stehe und mich vor allem ohne Klamotten ewig lange betrachte und meinen Körper analysiere oder so. Das gibt es gar nicht mehr und mache ich sehr, sehr selten oder kaum noch. Und das ist, glaube ich, etwas, was man reduzieren sollte, um auch weniger sich selbst zu kritisieren und vor allem an seinem Wohlbefinden mehr im Innen zu arbeiten als im Außen. Das heißt also zum einen erstmal aufhören, schlecht über dich zu reden, irgendwas an dir als hässlich zu analysieren oder als dick oder unschön, sondern wirklich aufhören mit diesem negativen Self-Talk, um dich nicht selbst immer wieder in diesen Glaubenssatz reinzusteigern, dass irgendwas an dir nicht schön ist. Du bist gut so, wie du bist. Und da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Es geht wirklich darum, die positiven Dinge in den Vordergrund zu bringen. Also schau wirklich, was magst du an dir? Für was bist du besonders dankbar? Und vor allem ist es das, was immer wieder im Alltag untergeht, was unser Körper einfach täglich für uns leistet. Und das hört sich immer an wie so eine Floskel, aber da ist einfach so viel dabei. Es gibt so viele Menschen, die nicht gesund sind. Es gibt so viele Menschen, die nicht auf zwei gesunden Beinen stehen können. Es gibt so viele Menschen, die nicht gut sehen können oder was auch immer. Es gibt einfach so viele Punkte, für die wir dankbar sein können in unserem Alltag und wie unser Körper funktioniert, was er täglich leistet.
Und vielleicht sind es deine Haare, vielleicht sind es deine Beine, vielleicht sind es deine Augen, was du besonders an dir magst. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, es gibt ganz, ganz viele Dinge an dir, die schön sind. Und die solltest du dir immer wieder in den Vordergrund bringen und da wirklich das auch für dich bewusst machen. Was magst du an dir? Für was bist du täglich dankbar an dir, an deinem Körper? Und das solltest du dir immer wieder bewusst machen und in den Vordergrund bringen und somit auch das Negative beiseite lassen und dir mehr das Positive immer wieder in den Kopf rufen. Und so kannst du es auch schaffen, und so habe ich es auch gemerkt, dass wenn ich etwas mal an mir nicht so schön fand, dass ich da relativ schnell umgeschaltet habe in meinem Kopf und gemerkt habe, oh, da ist wieder ein negativer Gedanke, den schieben wir mal schnell weg und wechseln das Ganze aus gegen was Positives. Für was bin ich dankbar gerade an meinem Körper? Ich bin gesund, ich bin fit, ich bin leistungsfähig. Dafür bin ich dankbar und das ist auch mein größtes Ziel. Und somit eben den Fokus immer wieder in Richtung dem Positiven an dir schieben und wirklich die Gedanken dahin lenken. Und das hast du selbst in der Hand, das ist immer uns selbst überlassen. Wir können uns entweder ins Negative stürzen oder uns vom Mindset her, vom Kopf her, mehr in Richtung Positiven lenken. Und das ist absolut eine Übungssache und absolut auch ein Prozess. Man kann nicht von heute auf morgen vom Negativen zum Positiven wechseln, aber man kann Step by Step die negativen Glaubenssätze und Gedanken erkennen und diese umschieben. Und das ist ein Monate-, jahrelanger Prozess, aber du wirst merken, es wird Step für Step besser und du wirst dir immer deinen positiven Eigenschaften noch sicherer. Und dazu gehören auch Charaktereigenschaften, also nicht nur das Äußerliche, sondern werd dir auch in deinen positiven Charaktereigenschaften, die Sachen, die du an dir magst, deine Art, was auch immer, sei dir dem bewusst und versuch dahingehend wirklich deine Glaubenssätze, diese tiefen Glaubenssätze, die in uns drin sind, vom Negativen ins Positive zu lenken, Step by Step. Und wenn du all das so ein bisschen erkannt hast, in welchen Situationen du so handelst und auch geschafft hast, deine Gedanken so ein bisschen ins Positive zu lenken, dann solltest du zugleich natürlich auch immer wieder mit deinem Körper arbeiten. Auch das sorgt für ein gutes Selbstbewusstsein, seinem Körper Selbstbewusstsein, also wirklich mit ihm arbeiten, heißt trainieren, rausgehen, laufen gehen, also joggen, Atemübungen machen, Meditation, Yoga, alles, wo du mit deinem Körper zusammen funktionieren musst, wo dein Körper für dich funktionieren muss, all das ist natürlich auch wahnsinnig gut, um seinem Körper selbst bewusst zu sein, sich selbstbewusst zu sein und damit auch an Selbstbewusstsein zu wachsen. Also sich wirklich mit sich selbst mehr zu connecten, das ist natürlich wirklich der Punkt, in dem wir selbst mit uns arbeiten und etwas für uns, mit uns selbst, mit unserem Körper tun. Und so hat mir natürlich auch mein Krafttraining wahnsinnig geholfen. Also um mich mit mir und meinem Körper zu connecten, wie weit kann ich gehen, eigene Grenzen herauszufinden, wie viel schaffe ich auch mehr, was kann ich heute mehr leisten als gestern. Also es sind so wahnsinnig viele Sachen, die mir so, so dolle dabei geholfen haben, mich mit mir besser zu connecten, eine bessere Beziehung zu mir aufzubauen. Neben den Dingen mit dem Mindset natürlich auf jeden Fall auch das Connecten mit mir und meinem Körper durch Training, durch Bewegung und mit dem Auseinandersetzen mit mir selbst, mit meinem Körper und natürlich auch mit meinen Gedanken. Also das sind so die obersten Punkte, die mir sehr, sehr doll geholfen haben und die ich euch auf jeden Fall mit ans Herz legen möchte und mit euch mitgeben möchte, weil ich weiß, wie doll es bei mir einfach geholfen hat. Weil ich war auch in meinen Teenie-Jahren und bis zu meinen Anfang 20er natürlich wahnsinnig selbstkritisch und ich glaube, wir Mädels haben das alle ganz, ganz dolle, dass wir vieles an uns kritisieren, gerade so in den jüngeren Jahren. Und um das aber ein bisschen schneller herauszufinden, hoffe ich, dass die Tipps euch so ein bisschen helfen können. Dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch zum Thema mit einem selbst arbeiten und an sich selbst arbeiten, sind natürlich neue Herausforderungen und neue Challenges und sich auch immer wieder neu herausfordern in Hinsicht Training, in Hinsicht Persönlichkeitsentwicklung, in Hinsicht neue Dinge ausprobieren, die man vorher noch nicht so gemacht hat, sich neue Dinge wagen, neue Dinge ausprobieren, mutig sein und über seine Grenzen hinausgehen und das natürlich hinsichtlich Training, aber auch viel hinsichtlich Privatem. Also allein als ich damals angefangen habe, mein erstes YouTube-Video hochzuladen, was glaubt ihr, wie nervös ich war. Also das war natürlich eine riesige Überwindung bei den ersten Videos. Jetzt mittlerweile macht es mir einfach nur noch Spaß, aber der Anfang ist immer, wenn man etwas Neues anfängt, immer wahnsinnig aufregend und man hat auch eine gewisse Angst, aber man muss diese Ängste auch überwinden, um an sich zu wachsen. Und dieser Wachstum, also über seine Grenzen hinauszugehen, aus dieser Komfortzone rauszugehen, neue Dinge zu wagen, mutig zu sein, das lässt uns unfassbar an uns selbst wachsen und gibt uns auch so viel Selbstvertrauen,
Selbstvertrauen lässt sich für mich auch wirklich so definieren, dass wenn du dir ein Versprechen gibst oder dir eine neue Challenge setzt, dass du diese meisterst, dann kannst du immer dich auf dich verlassen, du gibst dir ein Wort und du hältst es ein. Du sagst, du möchtest 3 Kilometer laufen gehen, 5 Kilometer laufen gehen und setzt das um und wirst immer besser darin. Oder du gehst ins Training und schaffst mit einem gewissen Gewicht auf einmal anstatt 8 Wiederholungen 12 Wiederholungen und das sicher und sauber, weil du Step für Step daran arbeitest und diese Challenge angenommen hast. Und so wirst du natürlich immer selbstbewusster und stärkst dein Selbstvertrauen und auch das wieder zum Thema Beziehung zu dir selbst. Bessere Beziehung zu dir selbst, weil du einfach dein Wort hältst und das umsetzt, was du dir vorgenommen hast. Genauso gibt es natürlich auch Tage, wo man das nicht schafft. Und in diesen Momenten geht es dann wirklich darum, nicht zu kritisch und nicht zu hart zu dir zu sein. Auch das ist Thema Balance. Also wenn du dann mal einen Tag hast, wo du dir was vorgenommen hast und es war einfach ein zu großes Ziel, du hast es vielleicht nicht geschafft, dann auch ein ganz großes Learning von mir, was ich dir mitgeben will, dass du dir dann auch nicht zu hart zu dir bist. Also dass du dann auch nicht sagst, oh nein, shit, jetzt habe ich es heute nicht geschafft, sondern im Gegenteil, dass du dann sagst, okay, dann hat es halt heute nicht geklappt, ich arbeite in den nächsten Tagen wieder daran, besser zu werden und so auch eben wirklich nicht zu hart zu dir zu sein. Versuch immer mit dir selbst auch umzugehen, den Spruch kennt ihr bestimmt auch, aber da ist so viel Wahres dran, mit dir selbst zu sprechen wie mit einer besten Freundin oder mit einem Familienmitglied. Du würdest niemanden so runterziehen, wenn er etwas an einem Tag nicht geschafft hat, sondern du würdest ihm sagen, ey, scheiß drauf, morgen wird's besser und nimm das morgen nochmal in die Hand und dann ist ein besserer Tag und schlaf eine Nacht drüber und morgen ist alles wieder gut. Und das sind solche Dinge, die du auch zu dir selber sagen kannst und die dann ganz, ganz viel Kraft in dir wecken und wie gesagt, diese neuen Challenges, Herausforderungen meistern. Da können wir nur an uns wachsen und besser werden. Und das ist natürlich auch ein wahnsinnig großer Punkt, um eine bessere Beziehung zu dir aufzubauen. Also das sind wirklich so die Dinge, die ich seit Jahren mit in meinen Alltag genommen habe. Sei es dann Thema Self-Talk, dass ich positiver mit mir spreche, positivere Dinge an mir in den Vordergrund rücke. Auch Journal mit Dankbarkeitstagebuch quasi, dass ich mir wirklich bewusst mache, wofür bin ich dankbar in meinem Leben, mit meinem Körper, an meinen Eigenschaften, was ich geschafft habe und so weiter. Also dass man wirklich dankbar ist für die Dinge, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass man negativen Self-Talk wirklich komplett abschafft und Step für Step mehr in die positiven Gedanken kommt. Also sobald ein negativer Gedanke zu deinem Körper kommt, dann versuch den umzuswitchen oder versuch auch zum Beispiel Thema Klamotten. Wenn du dich in irgendeiner Hose nicht wohlfühlst, weil sie zu eng sitzt, weil die irgendwie einschneidet am Bauch, dann hol dir größere Klamotten. Also für mich auch ein lebensveränderndes Ding, dass ich mir einfach nur noch Klamotten hole, in denen ich mich natürlich auch wohlfühle. Ich kaufe nichts mehr, was irgendwie dumm einschneidet, wo ich mich irgendwie zu press drin fühle oder was mir einfach an mir nicht gefällt, sondern ich nehme es dann einfach eine Größe größer. Also versucht da wirklich lockerer auch mit euch zu sein. Es ist nicht schlimm, eine größere Größe zu tragen als irgendwie 36 oder so. Ihr müsst euch nicht in kleine Größen zwängen, wenn es vor allem darum geht, euch in eurem Körper, in euren Klamotten und wie ihr eben aus dem Haus geht, wohlzufühlen. Und ja, da gehört eben ganz, ganz viel dazu. Natürlich auch Äußeres, also Thema Klamotten und auch wie euer Körper geformt ist. Aber das Körperformen, da ist immer wieder das Thema bei mir auch Ziele setzen. In erster Linie sollte euer Ziel nicht sein, ich will den perfekten Körper haben, ich will 10 Kilo abnehmen, ich will super schlanke Beine, sondern in erster Linie oberste Priorität ist immer, du willst dich in deinem Körper wohlfühlen. Und wie kommst du dahin? Indem du täglich kleine Routinen umswitchst und auch dein Mindset umswitchst, eine gesunde Beziehung zu dir aufbaust, zum Essen, zum Training, in einer gesunden Balance, ohne zu streng zu dir zu sein. Und damit schaffst du es dann eben auch wirklich, diese Routinen langfristig umzusetzen, um zu deinem Wohlfühlkörper, um von deinem ästhetischen Traumkörper hinzukommen. Und das eben wirklich mit gesunden Routinen. Und so habe ich es ja auch geschafft, aber in erster Linie habe ich ganz sicher vor einigen Jahren gemerkt, ganz viel passiert im Kopf und da muss ich erstmal ganz, ganz viel tun und das ist auch ein Prozess, den ich mit einigen meiner Kundinnen durchgehe und der aber so wertvoll ist, weil der am Ende dazu führt, dass wir langfristig unser Ziel erreichen, also unser Fitnessziel, unser körperliches Ziel und dieses auch langfristig halten, sei es abnehmen, Muskulatur aufbauen, einen fitteren Körper haben, all das beginnt meistens im Kopf. Und ja, ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat, euch dazu wirklich hilft, euch in eurem Körper wohler zu fühlen und eine gesündere Beziehung zu euch aufzubauen. Versucht diese Dinge mal wirklich mit in euren Alltag aufzunehmen. Mir hat es, wie gesagt, wahnsinnig geholfen und ja, ich kann wirklich sagen, ich fühle mich in meinem Körper wohl. Und natürlich gibt es Tage, da fühle ich mich nicht 100% super, aber ich sage niemals, ich finde mich hässlich, ich sage niemals, ich finde irgendwas an mir dick.
Und glaubt mir, bei mir im Freundeskreis hat es sich wirklich so gefestigt, dass ich diejenige bin, wenn eine Freundin zu mir sagt, sie findet etwas an sich hässlich oder zu dick, bin ich die Erste, die sagt, hör auf. Hör auf, weil unsere Lebenszeit ist viel zu wertvoll, um uns selbst so lange zu kritisieren und hart zu uns zu sein. Stellt euch mal vor, wir sind irgendwann 50, 60 Jahre alt, gucken auf unsere Form von damals zurück und sagen, boah, da sah ich schon eigentlich richtig gut aus. Ja, aber wir haben uns in der Zeit ja gar nicht richtig wohlgefühlt. Warum? Also lass uns doch heute schon daran denken, wie wir uns fühlen wollen, wenn wir mal älter sind und einfach wissen, dass wir uns damals schon gut gefühlt haben. Es ist doch nichts dabei, wir können uns doch in unserem Körper wohlfühlen. Es ist doch viel zu verschwendet, diese Lebenszeit. Das Leben ist so wertvoll. Und ein Körper ist doch, er funktioniert, er schenkt uns das Leben. Also manchmal, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es einfach völlig verrückt. Und bei mir hat es sich einfach so gefestigt, wirklich. Ihr könnt jede Freundin von mir fragen, dass es wirklich so ist. Niemand darf vor mir schlecht über sich reden. Ich stoppe das immer ab, weil negativer Self-Talk ist scheiße. Den wollen wir nicht. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video geholfen hat. Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr damit umgeht, ob ihr Schwierigkeiten habt mit dem Thema, wie eure Beziehung zu euch ist, was euch vielleicht geholfen hat, auch weniger selbstkritisch zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass euch diese Punkte auch schon helfen. Nehmt ihr auf jeden Fall mit in euren Alltag. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Schreibt mir gerne auch auf Instagram oder ja, lasst auf jeden Fall hier auch noch ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, damit ihr auch Teil unserer Community werdet und wir Step by Step weiter wachsen. Ich freue mich natürlich sehr, weiterhin Videos mit euch zu teilen und ihr unterstützt mich natürlich sehr mit einem Daumen nach oben, mit einem Abo. Und ja, ich freue mich, euch dann im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin!